ins Gefängnis, weil man die Fernsehgebühren nicht bezahlt, die Wohnung aufgebrochen, weil man sich mit Freunden trifft. Es ist schwer zu fassen, was gerade in unserem Land passiert. Ich habe heute zwei Meldungen geschrieben über diese beiden Vorfälle und das hat mich so aufgewühlt, dass ich mir gesagt habe, da muss ich jetzt auch noch ein kleines Video machen. Aber alles der Reihe nach. Zum einen in Essen war es zum Beispiel so, dass ein Kommando der Polizei, anders kann man das kaum bezeichnen, 8 bis 12 Beamte nach unterschiedlichen Angaben in eine Wohnung stürmte, wo ein 41-jähriger Diplomkaufmann mit seinem Freund gemeinsam kochte. Die haben offenbar sich laut unterhalten, dann kam das Ordnungsamt, die hat der nicht reingelassen, denen hat der seine Personalien nicht gegeben. Und dann eskalierte das Ganze, das Ordnungsamt rief dann die Polizei und die rückten dann in dieser Stärke an. Nach den Aussagen dieses Diplomkaufmanns haben sie die Küche durchsucht, haben die Portemonnaies durchwühlt von diesen Menschen, die überhaupt nichts Rechtswidriges getan haben. Und ich habe diverse Polizisten in meinem Bekanntenkreis, auch Polizeidolmetscher, und die erzählen mir, mit welcher unglaublichen Milde die Beamten meistens auf Druck von oben vorgehen gegen Leute, die wirklich kriminell sind. Die müssen oft mit kaum Druck rechnen. Da hieß es von oben immer die Anweisung, nur mit Samthandschuhen anfassen, und gegen die normalen Bürger wird jetzt vorgegangen mit einer Härte, die beschämend ist. In Hamburg, berichtete die Bild-Zeitung, war eine 31-jährige Lehrerin bei ihrer Freundin und dessen Freund, und da war noch ein Mitbewohner, und auch da wieder angeblich Beschwerden wegen Lärm. Und dann ging es so weit, dass mitten in der Nacht, ich glaube 3 Uhr noch was, die Polizei das Schloss aufgebohrt hat. Stellen Sie sich das einmal vor, wegen einer Ordnungswidrigkeit. Da ging es darum, dass die offenbar zu viele Menschen in der Wohnung waren, dringt die Polizei in die Wohnung ein, in das Allerheiligste. Die gleiche Polizei, die hier in Berlin nichts dagegen macht, dass Dealer Tag und Nacht im Görlitzer Park mit gefährlichen Drogen handeln. Da sind in meinen Augen völlig die Maßstäbe verrutscht. Da läuft irgendetwas massiv schief. Und das ist ganz, ganz gefährlich für das Vertrauen in unseren Staat, in den Rechtsstaat, in die Polizei. Da bricht etwas zusammen im Moment. Die zweite Geschichte, die ich machte, ein technischer Zeichner in Nordrhein-Westfalen, der wurde jetzt verhaftet, weil er die Fernsehgebühren nicht bezahlt hat. Es ging um etwa 650 Euro. Der Mann ist sehr prinzipientreu. Er sagt, er zahlt das aus Prinzip nicht, weil er nicht Fernsehen schaut und nicht Radio hört. Darum will er das nicht bezahlen. Er hat sich geweigert, das zu bezahlen. Er hat sich auch aus Prinzip geweigert, Vermögensangaben zu machen. Und dafür kam er jetzt am 25. Februar ins Gefängnis und sitzt jetzt schon seit über einer Woche in Haft wegen dieser 650 Euro, weil er die Fernsehgebühren nicht bezahlt. Andererseits haben wir hier regelmäßig Berichte darüber, dass Menschen, die eigentlich in Haft sein sollten, nicht in Haft sind, dass die Justiz bei vielen Dingen beide Augen zudrückt, gerade auch in Richtung Bewährungsstrafen. Und als liberaler Mensch, als jemand, der eigentlich immer der SPD verbunden war und früher auch in der SPD war, sind das für mich dennoch Dinge, wo ich sagen muss, da stimmt irgendetwas nicht. Da läuft irgendetwas verdammt schief in diesem Staat. Und wenn man das sagt, dann bekommt man ja sofort den Vorwurf des Populismus. Ich drehe das um. Ich glaube, diejenigen, die darüber nicht sprechen wollen, die nicht wollen, dass man darüber redet, die untergraben das Fundament unseres Staates. Und ich bin jemand, der immer große Achtung vor der Polizei hatte, vor dem Polizeiberuf. Aber was heute die politische Führung und die Polizeiführung mit den einfachen Beamten macht, wenn sie die aufhetzt, und das erzählen mir Beamte, wenn Beamte kontrollieren, wie lange jemand seinen Kaffee trinkt ohne Maske, wie lange jemand einen Apfel isst ohne Maske, wenn Beamte Skatrunden auflösen, wenn Beamte Kindergeburtstage auflösen und da in der Wohnung durchsuchen, wo sie noch Kinder versteckt haben, da sind in meinen Augen Grenzen überschritten, die in einem demokratischen Rechtsstaat nicht
überschritten werden dürfen, die Grenzen der Verhältnismäßigkeit. Und die Folgen in meinen Augen ganz, ganz schwerwiegend. Das untergräbt das Zement unserer Gesellschaft. Das wollte ich Ihnen als kurzen Einwurf heute noch mitgeben, weil es mir keine Ruhe lässt, weil es mir fast das Herz zerreißt, wenn ich so etwas schreibe, obwohl man als Journalist nicht emotional sein sollte und immer neutral sein muss, so gut das möglich ist. Aber man bleibt trotzdem Mensch und emotional nimmt einen so etwas mit. Und ich denke, wir sollten das sehr, sehr genau anschauen, was da passiert. Und man sollte nicht schweigen bei solchen Sachen. In diesem Sinne, trotz allem, nicht unterkriegen lassen. Schönen Abend noch. Grüße aus Charlottenburg, Charlottengrad. Ciao. Tschüss.